Literaturwissenschaft, sondern es ist die Literaturwissenschaft. Vor allem ist es die Literaturgeschichte des Mittelalters. Und ich beschäftige mich vor allem damit, wie Erzählungen, beziehungsweise genauer gesagt, wie das Erzählen an sich funktioniert. Heute geht es mir um ein Motiv. Ich mache es jetzt trotzdem, die Pointe ist schon da. Also es geht mir um ein Motiv, das sich durch die Literaturgeschichte der letzten Jahrtausende zieht. Das Spannende ist, dass es sich dabei um ein Phänomen handelt, das in der Realität so nie existiert hat. Und dennoch kann es vermutlich jeder von uns beschreiben, selbst wenn nur ein Schatten davon zu sehen ist. Oder sogar noch weniger. Das Video hängt, es tut mir leid. Es geht um Drachen. Und eigentlich geht es darum, ob die Literaturgeschichte bei der Frage helfen kann, was man denn eigentlich tun sollte, wenn man einem davon begegnet. Und das ist vermutlich etwas, was in der Geschichte der Drachenbegegnungen über die Jahrhunderte hinweg sich bewährt hat. Methoden. Ein Blick in die Literaturgeschichte zeigte, dass es sich dabei um eine bewährte Strategie handelt. Siegfried, Wiggerlois, Tristan, der heilige Georg und unzählige namenlose Ritter, die Prinzessinnen vor Drachen gerettet und Goldschätze erobert haben, können sich nicht irren. Oder doch? Es gibt einen Text, der sich offenbar weigert, dieses brutale Spiel mitzumachen. Es handelt sich um einen Artus-Roman, der zu Beginn des 13. Jahrhunderts geschrieben wurde und in dem es um Lancelot, den besten aller Ritter, geht. Auf der Suche nach Abenteuern begegnet Lancelot einem Drachen, der bisher alle Ritter aus einem einzigen Grund in die Flucht geschlagen hat. Er bittet darum, geküsst zu werden. Weil das Ungeheuer allerdings so über die Maßen widerwärtig ist, hat das bis jetzt noch kein Ritter geschafft. Lancelot jedoch zögert nicht lange, steigt vom Pferd und küsst das Untier auf den, Zitat, freizlichen Mund. Der Drache wird in die schönste Frau der Welt zurückverwandelt, entpuppt sich als Königstochter, die aufgrund eines nicht näher erklärten Liebesvergehens in einen Drachen verwandelt und verbannt worden war. Fazit: Im Normalfall ist der Drache ein schreckliches und furchterregendes Untier, das jeden töten will, der es auf den Goldhaufen abgesehen hat, auf dem er sitzt, beziehungsweise auf die Prinzessin, die er bewacht. Und den besten aller Ritter, den erkennt man in der Regel daran, dass er das Ungeheuer zur Strecke bringt. Wieso also begegnet Lancelot einem Drachen, der erstens spricht und zweitens nicht kämpfen, sondern küssen will? Vielleicht hilft ein Blick in die Motivforschung weiter. Eine Untersuchung aus den 1920er Jahren hat ergeben, dass das Drachenkussmotiv zuallererst im besagten Roman auftaucht. Ältere Fassungen sind nicht überliefert. Es wird vermutet in dieser Untersuchung, dass das Motiv auf keltische oder griechische Mythologie zurückzuführen ist. Was jedoch unabhängig davon nachweisbar ist, ist die umfangreiche Rezeption des Motivs, also sozusagen in den folgenden Jahrhunderten. Und die vor allem in den Märchen, genauer gesagt in den sogenannten Erlösungsmärchen. Innerhalb des Erlösungsmotivs findet man verschiedene Varianten. Zum einen gibt es ganz allgemein die Variante Erlösung durch Kuss, an Röschen, Schneewittchen. Die zweite Motivvariante ist die Erlösung aus einer Tiergestalt. Hier ist der Bezug zum Drachenkussmotiv schon enger. Das Problem ist allerdings, dass die Erlösung in dieser Variante, also aus Tiergestalt, eigentlich immer gewaltsam abläuft. Ein Beispiel ist das Märchen vom Froschkönig, der ja von der Königstochter nicht geküsst, sondern an die Wand geklatscht wird. Am deutlichsten erkennbar ist die Rezeption unseres Motivs in einer Sonderform des Tierbrautmotivs. Es gibt eine Reihe von Märchen, in denen eine wunderschöne Jungfrau in eine meist weiße Schlange verwandelt wird und nur durch den Kuss eines Mannes erlöst werden kann. Dass es sich bei dem Tier im Märchen um eine Schlange und nicht um einen Drachen handelt, wie im höfischen Roman, kann man vernachlässigen, da die beiden Bezeichnungen in der mittelalterlichen Literatur synonym verwendet werden. Schlange, Drache, Serpent, was auch immer. Genau genommen ist der Drache also nichts anderes als eine ins Groteske gesteigerte Schlange.
Wir haben es also bei unserem Drachen, der geküsst werden will, nicht mit einem Spleen eines einzelnen Autors zu tun, sondern offensichtlich mit einer parallel zu der eigentlichen Drachen-Motivgeschichte, mit einer parallel existierenden Erzähltradition. Der Unterschied liegt im Detail. Rein optisch, nicht voneinander zu unterscheiden, geht es in der einen Erzähltradition um einen richtigen Drachen, in Anführungszeichen, während es sich bei der Lancelot-Version in Wirklichkeit um einen Menschen, genauer gesagt um eine Frau, in der bloßen Gestalt eines Drachen handelt. Man sollte also bei einer plötzlichen Begegnung nicht sofort versuchen, das vermeintliche Ungeheuer umzubringen, da es ja theoretisch eine verzauberte Prinzessin sein könnte. Als Entscheidungshilfe habe ich versucht, sind ja einige nicht Geisteswissenschaftler hier, ich würde es anzupassen, einige Vergleichsparameter zu erstellen. Also der böse Drache ist erstens böse, er ist hässlich, er kann Feuer speien, aber nicht sprechen und er sitzt entweder auf einem Goldhaufen oder er bewacht eine zuvor geraubte Prinzessin. Der gute Drache, der ist ebenfalls hässlich, aber er kann sprechen, ist in aller Regel weiblich und er ist verflucht. Zu finden ist er entweder im Wald oder eingeschlossen in einem Turm. Goldschätze gibt es keine. Leider zeigt ein Blick auf modernere Adaptionen des Drachenmotivs, dass diese Parameter mittlerweile hinfällig geworden sind. Smaug, den wir vorher gesehen haben, Smaug der Drache ist zwar böse, speit Feuer und sitzt auf einem unermesslich großen Schatz, allerdings kann er sprechen. Und das sogar ziemlich verführerisch. Was heißt das nun? Müssen wir Tolkien einen Fehler unterstellen, der doch sonst immer so gründlich arbeitet? Nein, das ist natürlich Quatsch. Das, was hier passiert, ist das, was mich als Literaturwissenschaftler eigentlich interessiert. Die Weiterentwicklung von Erzählungen und ihren Motiven. Den eigentlichen Kern des Erzählens bilden nämlich nicht die Motive an sich, quasi als statische Idealform, die aus den verschiedenen Erzählungen zu extrahieren ist. Nein, also den Kern des Erzählens bildet eben die Variation. Man könnte sagen, das ureigenste Prinzip des Motivs besteht in seiner Varianz. Motive können sich beeinflussen, sich überlagern, sich zu etwas Neuem verbinden. Und das erklärt dann möglicherweise auch, warum das Drachenkussmotiv vor unserem Lancelot-Roman nicht zu finden ist. Zuvor gibt es das Motiv, Ritter tötet Drache, um Prinzessin zu befreien, der heilige Georg. Und es gibt die Erlösung durch Kussvariante, wie bei Dornröschen. Durch die Überlagerung dieser beiden Motive kann jetzt eine neue Variante entstehen. Die Prinzessin, die durch einen Fluch selbst zum Drachen geworden ist und durch einen Kuss vom Ritter befreit werden muss. Smaug kann sprechen, weil das Drachenmotiv eine Option des Sprechens überhaupt impliziert. Aber was hilft uns diese Erkenntnis nun für die Frage nach dem richtigen Umgang mit einem Drachen? Also statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, einer verwünschten Prinzessin zu begegnen, natürlich eher unwahrscheinlich. Jetzt bin ich aber Geisteswissenschaftler, deswegen kann ich die Statistiken ein bisschen vernachlässigen. Ich würde also vorschlagen, nicht gleich auf das Ungeheuer loszugehen, sondern dem Drachenfuß eine Chance zu geben. Notfalls kann man das Schwert ja bereithalten oder, was wir jetzt gerade gelernt haben, wir können das Motiv einfach neu variieren und uns beispielsweise selber in einen Drachen verwandeln.